Wir wurden jetzt informiert, letzte Woche, dass diese Fällung geschehen soll und jetzt vorgestern, dass die Fällung am Montag geschehen soll, dass dort dann ein Hubschrauber anrückt und diese Pappeln dann abtransportiert, wurde kurzfristig jetzt entschieden. Diese 6 Pappeln sollen Montag gefällt werden. Aufgrund einer Änderung des Naturschutzprogramms oder der Naturschutz, der Schutzzone, die im Februar wohl vonstatten gegangen ist, ohne dass jemals darüber gesprochen wurde, dass dann im Anschluss die Pappeln gefällt werden. Sie sind völlig gesund. Es ist bis dato noch nicht irgendwas bei größten Stürmen heruntergestürzt oder hat jemanden gefährdet. Dieser Spielplatz, den ihr seht, wird frequentiert von Kindern mit Familien sehr, sehr häufig und sehr oft und sehr viele. Die Wiese im Sommer ist voll belegt. Wenn die Gemeinde Angst gehabt hätte, dass dieser Baumbestand hier gefährliche Äste verliert, dann hätte diese Wiese und auch der Kinderspielplatz halt schon vor langer, langer Zeit gesperrt werden müssen. Es ist aber bis dato auch bei größten Stürmen noch nicht einmal was passiert. Ich wohne hier vis-à-vis von der Wiese und auch von den Pappeln und uns ist weder was zu Ohren gekommen, noch haben wir jeweils was gesehen, dass hier größere Bruchstücke heruntergefallen sind. Wie man sieht, ist es hier ein Bereich, der auf der einen Seite an den Untersee mündet, auf der anderen Seite halt diese Wiese mit dem Kinderspielplatz. Es ist eine Anliegerstraße, mehr oder weniger, nicht viel befahren. Und die Bäume sind im Sommer, im Frühling Brutstätte für Tausende von Vögeln. Im Herbst nisten hier Vögel, die in den Süden fliegen, auch zu Tausenden. Und dieser Lebensraum wird jetzt auch einfach mal weggenommen und eliminiert. Es wurde angeführt, und das war damals auch geschehen, dass hier Ersatzpappeln gepflanzt wurden, die weiter innen im Raum stehen. Aber es gibt für mich absolut noch keinen Grund, dass diese wunderschönen Bäume, die wir hier jetzt sehen und die ein Wahrzeichen des Ermatinger Ortes sind, dass diese jetzt gefällt werden. Es gibt keinen Grund, das jetzt zu tun.